Geil, ich stehe halt die Schnauze. Nämlich, wer mit Runde Need for Speed A Carbon spielen? Oh Gott, warte, noch nicht das Intro. Ich muss jetzt das Spiel kurz beenden. Das Spiel hatte nämlich eine fantastische Ansage am Anfang, welche sehr, sehr wichtig ist und würde ich sehr gerne mit euch teilen. Deswegen, wir müssen das nochmal direkt einmal starten. Auf jeden Fall, Plan für heute für den Stream ist, dass wir ein paar random Spiele spielen werden. Wir werden auf jeden Fall Need for Speed Carbon spielen und dann, ich denke, relativ gegen Ende des Streams möchte ich noch die letzten zwei Level von Herr der Ringe, Rücke des Königs machen und zwischendrin. Ja, ich sehe, was wir machen. Wahrscheinlich, shit, was machen wir zwischendrin eigentlich? Eventuell werden wir noch Dead or Alive Extreme 3 spielen. Wir werden sehen. Oder Mortal Kombat. Ich habe keine Ahnung. Wir haben verrückte Pläne für heute. Es wird fantastisch. SingStar, wir machen keinen SingStar. Das habe ich noch nie gestartet. Ich habe kein PlayStation 3 Mikrofon. Auf jeden Fall wollte ich euch hier eine lustige kleine Sache zeigen. For Speed Carbon, das läuft kein Déjà-vu, die Qualität lässt nach. Hey, wir werden Ingame-Musik hören, okay? Und zwar am Anfang werdet ihr direkt alle, es wird euch ein Tipp mit auf den Weg geben, welcher sehr, sehr wichtig ist. Erstmal, das ist von EA, ein Qualitätspublisher, wie man sich erzählt. Es ist sogar in High Definition, das ist die PS3-Version von Carbon. Ich wusste nicht, dass sie existiert. Ich bin Manuel Vougier. Ich möchte, dass du mit deiner Crew wirklich nur in der Spielwelt schnell fährst. In der echten Welt, fahr langsam, beachte die Straßenverkehrsordnung und schnall dich immer an. Ihr habt die Lady aus der PlayStation 1 Cutscene gehört. Schnallt euch an und haltet euch an die Verkehrsregeln. Ihr sollt keine Straßenrennen machen. Das hat der Michel Bouvard gesagt. Was auch immer ihr Name war. Ihr spielt ein Intro. Need for Speed Carbon ist übrigens, das ist wieder eine Need for Speed Teile, die ich sehr viel mehr gespielt habe tatsächlich. Ich habe nicht erwartet, dein Gesicht nochmal zu sehen. Hey. Die Dinge haben sich hier geändert. Oh nein. Dieser Ort ist jetzt ein Schlachtfeld. Oh nein. Tuner, Muscle Cars, Exoten. Das ist übrigens das neue Feature von dem Spiel, dass es drei verschiedene Arten von Autos quasi gibt, welche verschiedene Stärken und Schwächen haben. Und warum schaue ich mir das Intro an? Ich würde es überstehen, danke der Nachfrage. Wie auch immer, ich habe keine Lust, das Intro zu sehen. Need for Speed Carbon, es ist ein fantastisches Spiel, weil ich sehe, ich relativ viel gespielt habe. Und es existiert tatsächlich für die PS3, was interessant ist, denke ich. Keine gespeicherten Art vorhanden, das ist mir durchaus bewusst. EA Nation. Wie wäre es, wenn wir uns einfach nicht verbinden? Ich bezweifle, dass die Server noch online sein werden. Und ja, wir werden das Spiel ein bisschen spielen und wir werden sehen, was passiert. Es ist wirklich fantastisch. Bereitet euch vor, okay? Bereitet euch auf den Spielspaß vor. Er wird unberechenbar sein, würde ich sagen. Außerdem Gary's Description von der Rewaffel. Vielen Dank. Oh, ich denke über den Schulterblick. Du hast mir gar nichts zu sagen. Vielleicht sollte ich das machen. Wir werden sehen. Okay, Name. Ich nenne mich. Oh mein Gott, warum muss ich alle Tasten so ein bisschen länger? Ich muss sie immer ein bisschen länger drücken. Nicht einfach nur X drücken, sondern ein bisschen für eine halbe Sekunde gedrückt lassen, damit was registriert wird. Das fürchte ich nervig. Ich bin Vogli. Ja, wir werden, ich speichere bitte, ja. Wir werden das Spiel gleich anfangen. Mach euch keine Sorgen. Es kann sich nur noch um Sekunden handeln. Jede Sekunde. Gott, mir fällt gerade auf, ich erinnere mich gar nicht mehr an die Musik aus dem Spiel. Ich glaube, die habe ich nie gehört. Ich hatte immer eigene Musik an, deswegen es könnte relativ aufregend werden, was wir da alles hören. Ich glaube, ich kenne die Musik aus Carbon wirklich nicht. Oh, ist das das Intro, was wir gerade eben gesehen haben? Nein, ist ein anderes. Wie viele Intros hat dieses Spiel? Das ist übrigens auch noch einer der Need for Speed-Teile, falls ihr Carbon aus irgendwelchen Gründen nicht kennt. Ist auch einer der Teile, in dem man die üblichen Rennen macht und auch sein Auto tunen kann. Ich glaube, das hat man vorher schon relativ deutlich gesehen. Das Auto-Tuning hat ja noch einen gewissen Fokus. Und an alle, die das Spiel kennen, es gibt Muscle Cars, Exoten und keine Ahnung, was das andere war. Wir werden Muscle Car nehmen, okay? Die sind euch am besten. Ich werde ihn gleich starten, entschuldige. Oh mein Gott, der Schlüssel. Fang ihn auf, Alter. Wir werden keinen Tuner nehmen. Tuner sind fürchterlich. Das ist ziemlich dramatisch hier gerade. Oh nein, da ist eine Bombe in der Tasche. Lass sie bitte nicht fallen. Sonst werden wir alle sterben. Oh, sie hat... Sie hat sich die Tasche umgehängt. Warum hatte sie die Tasche überhaupt in der Hand? Shit, seht euch die Scheiße an.
So dramatisch. Ich finde die Worte. Ah. Wie lange geht dieses fucking Intro? Warum sieht das so schrecklich aus? Ich vermute, das Intro ist wahrscheinlich, es ist glaube ich hauptsächlich für die älteren Versionen ausgelegt gewesen, als für PS2 und GameCube und sowas, weil... Was zum Fick ist das? Es gibt kein Elektro-Feature in dem Spiel. Ich glaube, ich verstehe so einiges nicht. Und von Finkenspringen, die Gallery-Subscription. Hallo, ich grüße meine Mama. Hallo, Finkenspringens Mama. Und vielen Dank für die Resubscription. Shit, Leute, die Spaßpolizei ist da. Sie haben gesagt, hey, du willst ein Rennen fahren? Nein. Nein, nicht auf Twitch. Die Spaßpolizei will uns verhaften. Das können wir nicht zulassen. Wie lange ist diese fucking Cutscene? Hey, sieh zu, dass du dich zwischen den Cops und den Crews aus dem Staub bringst. Nimm meinen Wagen. Los, verschwinde. Okay, wir nehmen seinen Wagen. Die Gegenwart. Carbon Canyon. Wir sind im Carbon Canyon, Leute. Rate mal, welches Spiel wir spielen. Wer einen Stream verpasst, fucking Burnout Remaster. Es ist so gut. Ey, wir spielen. Wir spielen hier das wahre gute Remaster, okay? Schau die Cutscene an. Das ist wahre Qualität. Ist das der fucking BMW aus Most Wanted? Haben die Most Wanted Fanservice hier eingebaut? Warte, wer wieder da ist. Snoop Dogg? Sie haben Most Wanted Fanservice in dem Spiel. Okay, wunderschön. Oh mein Gott, fährt man den BMW hier wirklich? Man fährt den wirklich. Gibt's eine Need for Speed Timeline? Oder sowas? Außerdem, ich habe die PS3-Version mir von dem Spiel geholt, weil ich gehofft habe, dass sie nicht so scheiße aussieht, aber. Irgendwie sieht sie gar nicht so gut aus. Carbon ist der Nachfolger von Most Wanted. Das ist mir durchaus bewusst. Oh Gott. Ja. Oh. Ich bin gerade relativ schlecht. Wo mache ich Nitro? Mit Kreis. Wir bekommen das hin, geben ein bisschen Zeit. Oh Gott. Warum fahre ich mit dem Fuck BMW und warum will der Typ mich nicht überholen? Also, es gibt einige Fragen, die sich mir gerade offenbaren. So, wenn ich den rechten Stick nach oben drücke, bekomme ich den Zeit. Wie aktiviere ich den Zeitlupenmodus, dass das Rennen ist? Ah. Das Rennen ist zu Ende. Ist schlechter als Sportshop. Halt den Mund. Wie sieht's aus? Weiß ich nicht. Bleib doch sitzen. Okay, das werde ich, das habe ich auch vor. Eine kleine Rechnung aus Rockport offen. Oh, das ist der Nachfolger. Der hat doch eine Rechnung mit mir offen. Herr Officer, dann würde ich die 3 FPS den Strafzettel zahlen. Schicke Mütze. Ich habe dich nicht gebeten, mir zu helfen, Croc. Wie kommst du dazu, in Silverton Leute zu jagen, ohne mich zu fragen? Ich heiße Cross. Wisst ihr, das generelle Storytelling hat sehr viel von Until Dawn, auch die Framerate. Verdammt lange. Das ist, glaube ich, der Vorgang von Until Dawn in Wirklichkeit. Wie viel bringt er? 150 Riesen. David, kümmere dich um ihn. Ich mag, dass da hinten random zwei Typen im Anzug herumstehen und eine Frau sich an dem Auto abstützt. Ich habe noch nie die Story von dem Spiel gesehen. Ich bin echt gerade erstaunt. Jetzt ist interessant. Chat, zeigt dich von eurer besten Seite. Wieso kreuzt du hier wieder auf? Oh, oh shit. Hey, halt die Luft an, ja? Ich glaube, sie ist nicht begeistert, mich zu sehen. Ich weiß nicht, was passiert ist, als du verschwunden bist. Aber ich weiß genau, dass du mir noch eine Menge Kohle schuldest. Langsam wird's eng hier in der Gegend. Immer mehr Crews kämpfen um immer neue Territorien. Oh nein. Ich könnte jemanden mit deinem Können gut gebrauchen. Ich sag's mal so. Ich hab dir zweimal den Hals gerettet.
Jetzt tust du mir einen Gefallen. Ich tu ihm Gefallen, Nicky. Leute. Willst du nicht deinem alten Freund zeigen, wie es geht? Ja. Du machst einen Scherz, oder? Zeig uns, wie es geht. Die Gangschaltung musst du betätigen. Dieser Haufen Scheiße. Okay, wir haben ein Ziel. Wir haben ein Motiv, warum wir ihn... Nicht wieder. Oh mein Gott, wir bringen ihn um, okay? Du hast was Besseres verdient als ihn, du weißt es. Mich. Da bin ich! Das Chat! Das sind wir, Leute. Spielt keine Rolle. Darius stellt dir diese Wagen zur Verfügung. Nimm einen. Ist egal welchen. Hey, sag mal. Fällt da einer für mich ab? Ich meine, ich würde jeden nehmen, aber der mit den coolen Felgen gefällt mir am besten. Die Koteletten. Die Tanks voll sind. Na klar. Ich bin hier der Blöde. Nimm irgendeinen. Lass uns keine Zeit verlieren. Okay, ich glaube, wir können das Spiel langsam anfangen. Das war ein sehr dramatischer Anfang. So, wir könnten einen Exoten nehmen. Welcher sich, ja, ich, also genau, wie gesagt, es gibt die drei Autoklassen. Zum einen gibt es die Tuner, welche am besten in Handling sind. Ansonsten sind sie fucking langsam, aber sie kommen gut um die Kurven und so. Das heißt, der wollen wir nicht haben. Und dann gibt es die Exoten. Die sind am besten in Höchstgeschwindigkeit, glaube ich. Das heißt, das ist auch relativ, langweilig. Und dann gibt es die Muscle Cars. Wenn ihr mal die Stats da unten im Auge behaltet, fällt euch bestimmt was auf. Nämlich, dass sie bei dem Muscle Car, es hat kaum Handling, es hat nicht viel Höchstgeschwindigkeit, aber die Beschleunigung ist enorm. Das bedeutet, wenn man einen Muscle Car in diesem Spiel nimmt, läuft das ganze Spiel, vor allem wenn man relativ weit im Spiel ist, sollte wir heute nicht kommen, aber wenn man eins genommen hat, läuft das ganze Spiel darauf hinaus, dass man einfach immer beschleunigt und es ist vollkommen egal, wenn man gegen die Wand fährt, weil man einfach so schnell beschleunigt, dass die Gegner einen nicht mehr überholen können. Egal was man macht, man ist einfach zu schnell. Klasseninfo mit Viereck kann ich machen. Muscle Cars haben die beste Beschleunigung auf gerader Strecke, aber freu ich dich zu früh. Nachdem du deinen Gegner am Start stehen gelassen hast, bricht dir in der ersten Kurve das Heck aus. Ja, das ist wirklich so. Exoten sind für die Rennpuristen, der auf Höchstgeschwindigkeit steht. Nur wenn du perfekt mit Gas und Bremse umgehen kannst, entfaltet der Exot der Kurve seine volle Leistung. Das kann ich nicht. Und der Tuner ist für Langweiler. Tuner sind mit ihrer präzisen direkten Handling wahre Kurvenkönige. Ich wünschte, ich wäre ein Kurvenkönig. Was sie auf der Gerade verlieren, holen sie in der Kurve auf. Bleib einfach auf dem Gas, während deine Gegner in der Mauer enden. Ja, ich glaube, damals, als ich zum ersten Mal gespielt habe, habe ich einen Tuner genommen, aber diesen Fehler werden wir nicht nochmal wiederholen. Ah, oh, wenn wir dabei sind, Geld dazwischen von der Speckbeutel 23. Wie lieben Dank. Oh, wir spielen in den USA, dementsprechend Automatik, okay. So, wie ich Zeit für manuelles Getriebe hätte. Machen wir uns in der Stelle nichts vor. Dann nimmst du Davids Lieblingsauto. Ja, David wäre stolz auf mich. Oh mein Gott, ein T-Mobile-Handy von Niki. Leute, Chat, Niki hat mir geschrieben. Oh, sie meldet sich bei mir. Okay, schön. Damit es etwas interessanter wird, habe ich ein paar Freunde angerufen, die mit dir ein paar Runden auf der Strecke drehen. Blamier dich nicht. Ich werde mich nicht blamieren, Niki. Ich werde dich stolz machen. Wisst ihr? Ich glaube, ich bin verliebt in Niki, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich etwas derartiges jemals für einen... ob ich so starke Gefühle jemals für einen wirklich existierenden Menschen empfunden habe. Aber jetzt ist auf jeden Fall soweit. Ich hoffe, wir werden noch ein bisschen mehr von ihr hören. Außerdem, oh Gott. Die Muscle Cars sind am Anfang noch nicht so gut, wie sie später werden. Und entschuldige mich, ich muss mal kurz in die Optionen. Ich habe gerade an der Audiofront eine relative Problematik gehört. Nämlich ist die Musik nicht am lautesten. Warum zum Teufel sollte man... Warum kann ich hier so viele Dinge einstellen? Ich möchte, dass die Musik am lautesten ist. Wir wollen die Musik hören. Ah, so. Ich glaube, es hat nicht viel geändert. Aber okay. Wir bekommen das hin. Es will nur dein YouTube-Geld. Nee. Es war eine Liebe. Ich spüre es. Oh Gott.
Oh mein Gott, die Spiele habe ich so lange nicht mehr gespielt. Unter Umständen werde ich verkacken. Das Problem ist nämlich aktuell, dass wir noch nicht mal Nitro oder so haben. Und mein Auto den anderen noch nicht in dem Ausmaß überlegen ist, wie es der Fall sein sollte. Das bekommt man erst bei, ich glaube, bei der dritten und letzten Welle von Autos. Das ist ein relativ kurzes Spiel. Ich glaube, da bekommt man erst die wirklich guten. Das heißt, wir haben aktuell noch eine kleine Problematik, wie mir scheint, aus dem Weg. Naja, wobei. Sache ist, höchste Schwierigkeit für Muscle Cars ist eigentlich auch immer noch ziemlich akzeptabel. Das heißt, man ist mit denen wirklich gut unterwegs. Das habe ich schon angemerkt. Oh, der Typ da vorne gefällt mir nicht. Oh, und das Beste ist, um die Polizei abzuwenden, kann man da durchfahren. Damit kann man aber auch andere Fahrer abwehren. Und ich habe verkackt. Oh, das ist die Probefahrt. Das war's. Karriere mit diesem Wagen starten. Ja, bitte. Ich musste gar nicht gewinnen. Gute Neuigkeiten. Ja, speichere mal ab. Ich musste gar nicht gewinnen. Das ist okay. Der zweite Platz ist okay. Kleine Toast, du fährst trotzdem besser als jede Frau. Dankeschön, Sophie. Vielen lieben Dank. Niki fährt natürlich noch ein bisschen besser als ich. Sie kann gut einkaufen gehen. Oh, was für eine Frau. Sie schleppt zwei Tüten auf einmal, Leute. Und ich rede nicht von Einkäufen, wenn ihr versteht, was ich meine. Nicht recht. Hallo, Chat. Okay. Weißt du, hör doch einfach auf sie. Und ich werde schon darauf aufpassen, dass sie nicht zu hart zu dir ist. Dankeschön. Seht ihr? Das ist ein wahrer Freund. Das weiß ich zu schätzen. Er hilft uns ein bisschen. Okay, machen wir weiter. Oh, jetzt bin ich auf der... Ist das ein Rennen oder bin ich auf der Open World unterwegs? Warum sehe ich deine fucking Selfie-Cam? Ey, ich weiß nicht, ob ich einen Partner mitnehmen will. Blocker, Schlepper und Scouts. Wir wollen keinen Cockblocker, wir wollen nicht, dass er sie abschleppt. Das heißt, wir brauchen, glaube ich, einen Scout, der uns ein bisschen hilft auf dem Gebiet. Dreieck. Ah. Ja, ich verstehe schon. Kann ich jetzt ein Rennen machen? Oh, danke, Mich. Ich will gar nicht fahren. Zeig mir das am besten einfach. Ist das ein Rennen gerade? Die Crewmitglied-Aktivierungstaste. Auch Dreieck genannt. Oh, und jetzt greift sie den anderen an. Das ist ziemlich cool. Das ist nicht unfair, das war okay. Wir haben ihn sowas von gekockblockt. Ja. Okay, wenn wir Schlepper sind, dann fahren wir ein bisschen hinter ihr her. Das heißt, wir machen sie mal zum Schlepper. Versuchen ein bisschen hinter ihr zu bleiben. Sehr durch den Windschatten an. Wow. Was für eine Geschwindigkeit. Und dann... Wow. Was für ein Geschwindigkeitsboost. Ich bin begeistert. Können wir jetzt endlich anfangen? Ist ja okay, dass die Abkürzung und sowas für die Scouts ist. Ist mir jetzt relativ egal. Straßenrennen, dafür bin ich zu schüchtern. Die Straße ist auch ein gefährlicher Ort. So ist jetzt eine Abkürzung. Ich wollte eigentlich nur Rennen fahren. Dieses komische... Oh, du meinst ja eine Abkürzung, die ich vorhin schon entlang gefahren bin. Kann ich in der Tat entlang fahren? Wow. Okay, kann ich jetzt das Spiel spielen? Ja, das weiß ich. Ich erinnere mich überhaupt nicht mehr an die ganze Scheiße hier gerade. So, gehen wir jetzt auf die Straße. Kann ich jetzt das Spiel spielen? Ich glaube, wir können jetzt anfangen, Leute. Gute Neuigkeiten. Ich glaube, wir können anfangen. So, das ist alles, was du für den Anfang wissen musst. Ich habe genug Zeit mit dir verschwendet. Nein, Niki. Hey, also nur wir zwei Hübschen. Na, dann drehen wir doch mal voll auf. Okay, nur wir beide. Chat und ich. Nur wir sind übrig.
Der gute Neville. Also du bist mehr so der ruhige Typ, oder was? Ah, ja. Ich konzentriere mich immer, hab immer die Gedanken ganz auf der Straße, ohne viel darüber zu quatschen und so, weißt du? Neville ist ein Vollidiot. Die Spaßpolizei. Die Spaßpolizei ist da. Oh mein Gott, Neville, was machst du da? Devil, habe ich recht? Du hast mich gerade ein paar unschuldige Menschen getötet, die nur ihren Job machen wollen. Deine Nachricht wurde ein bisschen abgeschnitten. Oh fuck, okay. Okay, Leute, wir sind jetzt auf der Flucht. Ich kann natürlich zwischendrin noch speichern, das ist relativ wichtig. Oh, wir sind auf der Flucht. Wir sind auf der Flucht. Oh mein Gott, die Polizei. Oh, das sag ich. Wisst ihr, das ist die Sache bei den Need for Speed Teilen? Bei Most Wanted und Carbon. Ich weiß noch nicht, ob ich der größte Fan davon bin, dass man da immer vor der Polizei abhauen musste. Ich glaube, ich fand es immer hauptsächlich relativ nervig. Ich meine, es gibt Stellen, wo es ganz nett ist, aber hauptsächlich ist eigentlich immer extrem nervig. Vor allem, wenn die Helikopter später kommen. Oder wenn die Polizei, wenn sie in einem Corvette unterwegs sind, ist fürchterlich. Aber dafür kann man sie auch zerstören. Das ist das, die es ganz nett macht. Außerdem, ich darf nicht erwischt werden. Ja. Und von Mr. Emu, yeah, Subscription. Wie viel ihm Dank. Die Most Wanted Musik. Ist das die Most Wanted Musik? Oh Gott. Oh, wie kann ich euch denn am besten ausschalten? Die Sache ist, am besten wäre es, wenn wir an dem Donut schalten oder so vorbeifahren würden. Und dann kann ich nämlich, man kann auch gewisse Gebäude und sowas kaputt machen. Kann dann Shit runterfallen lassen und darin wird dann die Polizei zerstören. Kaputt gehen. Oh, geht doch. Lass mich mal in Ruhe. Shit, wie kann ich denn am besten abhauen? Kann ich den noch rammen? Oh nein! Ich hab's verkackt. Im Most Wanted konnte man den rammen. Oh, die gehen auch schnell kaputt. Most Wanted konnte man den rammen und dann sind die Baumstämme runtergefallen und haben die Polizisten zermatscht und sowas. Ziemlich cool. So, wie bekommen wir jetzt den am besten down? Lass mich in Ruhe. So nicht. Wir arbeiten noch daran, okay? Wir arbeiten noch daran. Je mehr Schaden wir austeilen, desto mehr Kopfgeld werden wir bekommen. Und wir wollen eine Menge Kopfgeld. Ihr seid nur so männlich, wie euer Kopfgeld hoch ist. So, was will der gerade von mir? Als ob er auch umgedreht ist! Als ob er sich jetzt gerade auch um 180 Grad gedreht hat da drüben. Oh, ihr seht mich nicht mehr. Wunderschön. Wir sind abgehauen. Gute Neuigkeiten. Kann dir mal jemand den Controller wegnehmen? Nein, das ist alles richtig, so wie ich das mache. Und der Gary ist dazwischen von Oleg 98. Ein weiterer Monat. Ja. Vielen lieben Dank. Standzentrale. Okay, wir können flüchten. Es gibt noch Verstecke, denen man dann irgendwie den Fluchtbalken noch schneller erhöhen kann und sowas, aber wir sind aktuell noch im Tutorial, das ist glaube ich hier alles egal. Ach, Neville. Okay, wir fahren zum Unterschlupf. Mit dem GPS da oben. Lustige Geschichte. War es das GPS auf der Karte oben, für das Sega alle, die das gemacht haben, verklagt hat oder ein Patent angemeldet hat und es deswegen niemand mehr machen darf? Ich glaube, das war Sega, oder? Crazy Taxi, wo es das gab, und da haben sie ein Patent angemeldet und seitdem darf das niemand mehr machen. Deswegen wird bei modernen Spielen kein Fall mehr quasi über dem Kopf der Person oder Autos oder so angezeigt, weil Sega das hat patentieren lassen. Das war fucking dumm. Aber das ist eine Sache, die passiert ist. Ich hab das Gefühl, ich habe noch nicht die perfekte Kontrolle über mein Auto aktuell. Bei mir im Bett riecht es auch immer nach verbrannten Gummi. Wenn er hier zu Besuch ist. Das kann ich nachvollziehen. Er hat immer ein Feuerzeug und Gummibänder dabei. Er kann einfach nicht aufhören. Sega macht immer alles kaputt. 19 Euro von Michi. Tipp, hör beim Fahren, Sido von den Gorillas an. Nicht das Musikvideo anmachen. Das Lied ist perfekt zum Beschleunigen. Schicht. Vivi, lieben Dank. Und ich weiß nicht, ob ich die Musik beeinflussen kann. Wo muss ich überhaupt hinfahren? Masse ist auch kacke. Muscle Cars sind am Anfang scheiße, das stimmt. Die brauchen ein bisschen, bis sie besser werden.
wenn man bei der dritten Welle von Rennen und Autos angekommen ist, da sind Muscle Cars am besten. Aber bis es soweit ist, sie struggle ein bisschen, vor allem am Anfang, wie ich gerade wieder mitbekomme. Das ist halbwegs unangenehm. Da unten ist das Teil. Okay, wir müssen von der Autobahn runter. Hey, das ist Mazda. Oh Gott, es steuert sich fürchterlich. Hey, ich bin's. Mittlerweile hast du die Kopf bestimmt abgeschüttelt. Fahr rüber zum Unterschlupf. Er ist auf deiner Karte markiert. Ich weiß, wo der Unterschlupf ist. Ich bin auf dem Weg zum Unterschlupf. Wisst ihr was? Ich kann Neville nicht leiden. Er ist ein Haufen Scheiße. Oh mein Gott, kann ich ihn nicht leiden. Ich würde viel lieber nochmal ein paar Worte mit Nikki wechseln. Ich habe das Gefühl zwischen ihr und mir, das war was ganz Besonderes. Darius überlässt dir seinen Unterschlupf. Dort kannst du deinen Wagen reparieren oder dich zur Not verstecken. Du brauchst einen Partner. Sieht so aus, als wäre ich das. Komm, ich erkläre dir alles. Oh, unser Partner ist Neville. Darf man anmerken, dass das Soundtrack echt gut ist? Also bisher scheinen mir die Lieder alle... Oh mein Gott, der ist ein Gott. Seht ihn euch an! Diese Koteletten! Und er ist ein Blocker! Ein Trickser! Er ist ein Genie! Ein Gott! Ja, bisher finde ich die Musik relativ. Ist okay. Sie ist auf jeden Fall vorhanden. Ja, ich denke, du wirst mein Teammitglied. Denke ich. Logos für die Crew festlegen. Ah, die sind alle ziemlich schrecklich, ehrlich gesagt. Ich denke, ich hätte gerne den Affen als Logo, ehrlich gesagt. Und wir nennen uns die, Reus. Wie das eine Spiel, das es gibt. Oder Reus oder Reus. Es gibt ein Spiel, das so heißt. In der Stadt geht's heiß her. Überall kämpfen die Crews um die Stadtteile. Auf deiner Karte siehst du, wo sich die Crews befinden. Die kleineren Crews sind. Oh mein Gott, warum hat dieses Spiel so viel Tutorials? Der Großteil von Palmont ist zwischen Kenji's Bushido, Wolf's TFK und Angie's 21st Street Crew aufgeteilt. Dein Ruf. 21st Street Crew. Aber wenn du ein paar Mal gewonnen und irgendwann mal ein eigenes Territorium hast, wird dein Ruf steigen. Das ist wie in San Andreas quasi, weil wir müssen die Stadt erstmal einnehmen. Darstellst, wird er nach dir suchen. Fordert er dich heraus, hast du die Chance, sein Revier einzunehmen. Hier ist die Territorium. Ja, kann ich jetzt bitte Rennen machen? Oh, das gehört ja noch niemandem. Okay, Kontrollpunkt, Rennen. Ja, ja, wir können Rennen machen, Leute. Es geht los. Es geht los. Welche Konsole ist das? Ich habe die PS3-Version. Müsste es ansonsten noch für PlayStation 2, GameCube, Xbox und PC geben. Und Xbox 360. Naja, es gibt für einige Konsolen das Spiel, wie ich damit sagen. Mach zuerst den blauen, ich mache keinen blauen, wir machen das hier. Oh, da ist der legendäre Donutstand. Kann ich ihn runterfallen lassen? Was ich sagen wollte, wenn man an dem Donnerstadt vorbeifährt, weil man gerade nicht riskieren muss, eventuell das Rennen zu verlieren oder derartiges, kann man den Donut runterfallen lassen. Das wäre theoretisch möglich. Alter Bushido, der macht dich zu Bushido. Das wird sich herausstellen. Ich war auf jeden Fall bereit, mit ihm mal die Sonnenbank zu drücken, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, die Musik aus dem Spiel ist echt nicht so gut, kann das sein? Come on out! So, wir müssen nur, ich glaube, die größte Gefahr, der ich mich stellen könnte, oder das größte Problem, was mir passieren könnte, wäre, wenn ich in andere Autos reinfahre. Das heißt, das ist eine Sache, von der ich mich fernhalten muss. Und gab es nicht irgendwo auch den, ja, es gab den Zeitlupen-Modus. Der ist ziemlich cool, wenn man gerade bei einer engeren Kurve oder sowas ist. Das heißt, wie hier vorne zum Beispiel, ich fahre mit Höchstgeschwindigkeit drauf zu und dann mache ich, wow, crazy. Dann driften wir noch ein bisschen. Dann sind wir fertig damit. Oh, das war so ein cooles Feature mit der Zeitlupe. Ich glaube, Adrenalin-Modus hieß ja in Most Wanted. Ich weiß nicht, wie er hier heißt, aber es war Adrenalin in Most Wanted. Und ich glaube, ich habe zu viel Zeit verloren. Ah, eventuell war das nicht optimal. Wir sollten uns ein bisschen beeilen. Oh Gott. Oh mein Gott, warum läuft mir die Zeit ab? Oh mein Gott, die Zeit läuft ab! Wollte mich gerade verarschen. Bin ich so langsam unterwegs?
Man kann die Bäume in der Tat runterfallen lassen, falls ihr euch wundert. Ich glaube, das hätte nicht passieren dürfen. Oh mein Gott, das ist eine Abkürzung. Ah, Zeitlupe-Modus, rette mich! Rette mich, Zeitlupe! Wir bekommen das hin. Seht ihr? Wir bekommen das hin. Oh nein. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist überhaupt nicht gut. Ich sehe das Teil noch nicht mal. Doch, da hinten ist es. Okay, pass auf. Zeig jetzt die enorme Beschleunigung von deinem Muscle Car. Das habe ich gemacht und... Es war nicht enorm genug, wie mir scheint. Oh, es war nicht enorm genug, wie mir scheint. Shit! Underground hatte fantastische Musik. Underground 1 hatte sehr fantastische Musik. Underground 2 war auch. Underground 2 hatte, glaube ich, Riders of the Storm. Aber aus Carbon... Ich habe das nie mit der In-Game-Musik gespielt. Deswegen, ich weiß nicht ganz, was das Ganze sollte. Weil schon, dass du durch die Zeitlupe langsamer wirst. Das ist mir bewusst. Ich kann damit die Kurven besser nehmen und sowas. Ich habe das Gefühl, die Zeit läuft. Läuft die Zeit doch regulär ab, wenn man im Zeitloop-Modus ist? Ist das eine Sache, die passiert? Das würde einiges erklären, warum mir so viel Zeit ausgegangen ist. Also wir versuchen einfach jetzt, wir versuchen einfach normal schnell zu fahren. Da sollte eigentlich alles relativ gut ausgehen. Seht ihr? Einfach immer ganz normal fahren. Seht ihr, wie viel Zeit wir jetzt noch haben? Oh mein Gott, meine Zeit läuft wirklich in normaler Geschwindigkeit ab, weil ich im Zeitloop-Modus bin, kann das sein? Das würde nämlich wirklich viel erklären, warum ich vorhin so wenig Zeit hatte auf einmal. Oh Gott, geh weg. Naja, wobei es ist, ich habe ungefähr genauso wenig Zeit wie vorhin auch jetzt gerade. Fantastisch. Ich glaube, ich bremse auch bei jeder Kurve immer ein bisschen zu viel ab. Ah. Also es wurden Fehler gemacht, okay? Einigen wir uns einfach darauf. Na, diesmal habe ich definitiv viel mehr Zeit. Hier habe ich definitiv um Längen mehr Zeit. Ich war kurz in der Gärtnerei. Hab gesagt, hey, ihr wart wohl auch auf der Baumschule. Und ich wollte mir dann so, shit, zerkratzt ihr ein Auto. Und ich dann so, das wird teuer. Ja, und das ist ja gerade passiert, falls ihr euch wundert. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Oh mein Gott, das ist gerade, ist ein bisschen deprimierend, wenn ich das Spiel gerade so sehe. Damals, ich habe das, glaube ich, auch auf der Xbox 360 gesehen. Es war noch eins der ersten... Also ich das dann als erstes richtiger D-Spiel gesehen habe, ich dachte mir, oh mein Gott, das Spiel sieht so fucking gut aus. Und aus heutiger Sicht muss ich sagen, es sieht okay aus, aber... Ja. Nee, nicht mehr ganz so gut wie damals, könnte man sagen. Nicht mehr ganz so gut. Und hey, wir haben Rennen gewonnen. From the window to the wall, to the wall. Ja, ja, Underground hat den besseren Soundtrack gehabt. Es fehlt noch Rennstreifen, deswegen ist dein Auto so langsam. Die helfen wirklich. Aber habe ich gehört. Oh nein! Eine Straßensperre! Schon gehört, dass du wieder da bist. Verschwinde wieder, solange du noch kannst. Du bist nicht im Fokus. Der digitale Kameramann hat schlechte Arbeit geleistet. Ich glaube, wir sind hier nicht willkommen in der Gegend. Shit, wer ist das? Okay. Die 21st Street Crew. Es ist Angie. Nein, wisst ihr was? Das zwischen Angie und mir, ich spür's nicht. Ich spür's nicht. Sie hat eine Schlange auf dem Bauch. Glaubt ihr, sie ist eine falsche Schlange? Ja, nee, ich spür's nicht. Niki hat geschrieben, oh, die freie Fahrt. Damit können wir auf der Weltkarte herumfahren. Danke, Niki, für die Information. Ich sollte vielleicht aufhören, die jetzt mal zu speichern. Das dauert länger, als es sollte. Diese Haare. Spürt es nicht. Tut mir leid. Chat, erzählt mir, dass es irgendjemand von euch gespürt hat. Erzählt mir, dass es irgendjemand von euch gespürt hat. Und ich muss leider sagen, hört auf, mich anzulügen. So, ich glaube, ich will zum Unterschlupf springen, damit wir da unser Auto ein bisschen tunen können. Nach Carbon ging es auf jeden Fall rasant bergab. Ja, danach kam, glaube ich, Pro Street. Und Pro Street war nicht gut Street. Es war fürchterlich. Oh mein Gott, war Pro Street scheiße. So, nein, ich will nicht die... Wie kann ich denn das Optische von meinem Auto tunen? Optik. Yes, okay, Leute. Rennstreifen. Kann ich nicht andere machen? Schicht hinzufügen. Ja. Oh nein, ich habe das alles noch gar nicht... Aber die ganzen Flammen, warum habe ich die noch nicht freigeschaltet?
Habe ich das schon als Streifen? Habe ich das schon als frei und muss das so noch kaufen? Ich hoffe, ich muss das erst alles noch kaufen. Was wären denn relativ rasante Streifen für uns? Sterne. Ein Drache. Nationalflaggen. Oh mein Gott, Leute. Leute, was würdet ihr davon halten? Haltet euch fest. Was würdet ihr davon halten, wenn wir das offizielle, wirklich komplett, ganz offizielle, shit, ich wollte Österreich nehmen, das haben sie nicht. Wenn wir das Deutschlandmobil werden würden. Yes. Drehen. Ich will es nicht drehen oder bewegen, ehrlich gesagt. Oh Gott. Schuppe. Ich will es schuppen. Kann ich es größer machen damit? Ich kann es größer machen. So, passt auf, wir machen es so. Bis ganz vor. Gefällt mir soweit. Machen wir es noch breiter. Oh mein Gott! Yes! Ratet mal, wo ich herkomme. Ihr werdet nicht draufkommen. Yes! Das ist gut, das ist solide deutsche Handarbeit, Leute. Wisst ihr das? Solide deutsche Handarbeit. Erzählt mir noch nichts. Bodenfreiheit, denn darauf legen wir keinen Wert hier. Nachrüstung. War das, Motorhaube und sowas. Ich brauche einen Spoiler. Karosserie-Kit, wir haben es noch nicht frei. Der Jorgen. Air Force. Ah, Barracuda. Ich glaube, wir wollen, wir wollen den Rocker haben. Und zwar in, aus Carbon. Yes. Okay, das heißt, wir schauen jetzt auch noch, ob wir in der Leistung was machen können. Nein, 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 nein. Okay, wir können nichts machen, weil wir noch nichts frei haben in der Richtung. Sehr schön. Fahren wir einfach weiter. Nein, ich will nicht, dass die verloren gehen. Oh ja, man muss ja erst auf den Warenkorb gehen und da dann das alles kaufen, die Teile bestellen. Damit das übernommen wird, das fucking nervig. Das heißt, jetzt können wir gehen. Okay, gute Neuigkeiten. Wir haben es geschafft, soweit. Karriere fortsetzen. Freie Fahrt will ich, glaube ich, machen. Schauen wir uns unser Auto mal an. Wir haben soweit was ziemlich Solides. Österreicher, ich mir doch einfach ein bisschen Schweinekot auf die Motorhaube. Die suhlen sich gerne darin. Ja, das stimmt. Das machen sie wirklich gerne. Dafür sind sie bekannt. Sehr was, mir fällt gerade auf, ich hätte es vielleicht einmal um 90 Grad drehen sollen, die Deutschlandflagge. Denn wenn ich jetzt mein Auto so sehe, sieht es so aus, als wäre es mit einer kleinen Karamellschicht überzogen. Ich weiß nicht, ob ich davon der größte Fan bin. Ugh. Fahren wir ein bisschen auf der Weltkarte entlang und schauen uns ein bisschen in die Gegend um, würde ich sagen. Voll was anderes machen. Weil ich echt gerne ein paar Motorteile freischalten würde. So, dich kann ich auch rammen, oder? Dann fallen dann die Autos raus. Ich bin kein Code 6 Fahrzeug, okay, was auch immer, wir machen Rennen. Ich glaube, die sind hinter mir her, Leute. Ich glaube, die sind hinter mir her. Rundkurs. Springt zum Event. Kein Code 6, oh mein Gott, das habe ich so oft gehört. Ich glaube, wir haben einen Code 6 Fahrer. Es ist fürchterlich. Und eine Resubscription von Liebke666. Die ist eine liebliche Resubscription. Das sehe ich. Und vielen lieben Dank. Wo ist der, wer neidisch ist, Hubt-Aufkleber? Oh, das wäre super. Oder sowas wie dich schubsen, ich habe Joghurt im Kofferraum. Oh, das wäre super. Ich hoffe, jemand hat Mods für das Spiel gemacht. Und eine Mod davon ist, dass ich mir ein nicht schubsen, ich habe Joghurt im Kofferraum Aufkleber draufkleben kann. Das wäre nämlich super. Los, geh auf ihn los. Neville, geh auf ihn los. Ich glaube, er macht nichts. Oh Gott. Ich muss mich noch ein bisschen einspielen in das Spiel, okay? Ja, hinter mir, ich weiß, die sind alle da. Ruinieren den Lack, Neville, Alter! Ramm ihn weg! Warum haben die alle Nitro? Oder warum hat der Nitro? Ich will auch Nitro. Oh mein Gott, Neville, gehst du bitte aus dem Weg? Ich hasse ihn. Neville ist ein voll... Hast du gerade das Taxi weggeschleudert, als wärst du der Hulk?
Ich weiß nicht ganz, was ich davon halten soll. Oder ihr wisst ja, wie man sagt, ich weiß nicht ganz, was ich davon halten soll. Wir haben sehr viel Spaß heute, wie mir scheint. Wow, bist du gut. Dankeschön. Ich gebe mir Mühe. Es freut mich zu hören, dass die Mühe sich tatsächlich auszahlt. Ich will den Dark Souls Fickt mich jeden Tag aufkleber. Ja, ja. Der wird ziemlich gut. Ich meine, der ist nicht komplett an der Wahrheit vorbeigegriffen. Versteht ihr? Oh, Abkürzung. Die Abkürzungen werden alle von ein paar Kartons verdeckt. Das heißt, es gibt auch... Ich wundere mich, ob in der einen Ecke meiner Wohnung, wo ich meine Kartons lage, ob da sich auch vielleicht eine Abkürzung hinter versteckt. Ich werde es wohl nie herausfinden. Don't chat and drive, das geht dich gar nichts an. Ich chatte so viel, wie ich will. Blitzfrage, Chat. Was ist euer Lieblings frühe 2000er Chatroom? Ich habe keinen. Da war ich nämlich nicht im Internet, aber ich dachte mir, das solltet ihr wissen. Oh, fucking Chatrooms. Ich weiß nicht, ob ich davon Gedanke bin. ICQ, Knuddels. Knuddels gilt. ICQ ist nicht direkt ein Chatroom. Es war ein Messenger. Ah ja, ICQ war der beste von den Messengern. Allein die Spiele und die Geräusche waren fantastisch. Es gibt viele Leute, die immer sagen, ich weiß bis heute noch meine ICQ-Nummer auswendig. Ich für meinen Teil muss sagen, nein, nicht mal fast. Ich wusste die überhaupt nicht auswendig. Aber, lustige Geschichte. Es gab damals mal so eine Situation, dass so eine Freundin von mir sich aus irgendwelchen Gründen an meinen PC bei ICQ mal eingeloggt hat, okay? Ihr merkt, es ist sehr lange her. Und die Sache war, dass dann scheinbar ihr Passwort und so gespeichert wurde. Dann konnte ich mich theoretisch bei ihr einloggen und lurken, was sie so treibt. Ich habe es nicht gemacht, aber ich hätte es machen können. Ich bin ein sehr vertrauenswürdiger Mensch, okay? Will ich einfach nur anmerken. Schachspiel von ICQ war super. Wer zum Teufel hat auf ICQ Schach gespielt? Man hat das mit den, man hat entweder diesen komischen Billard-Verschnitt oder was auch immer das war gespielt, oder der Worms-Verschnitt. Wir haben Flammen, Winnies freigeschaltet. Sehr schön. Fucking ICQ-Schach. Ich bitte euch. Chatroulette war toll, da kann man viele Dinge sehen, viele lange und feste. Oh mein Gott, ja, ich war auch auf Chatroulette, ein bisschen als das neu war damals. Das war der heiße Scheiß. Ne, es war nicht so heiß. Üblicherweise war es so, dass man viele Männer gesehen hat, die volle Hände hat, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ansonsten, alle anderen Personen waren immer, da hat man dann geschrieben, hey, ich komme aus Deutschland, dann haben sie weggeklickt, dann davor noch so gesagt, oh nein, ihr seid Nazis, damit will ich nichts zu tun haben, und haben sie dann weggeklickt. Ich denke mir bis zum heutigen Tage so, wirklich, ist das wirklich? Ich bitte dich. Das ist sehr lange her. Ich bin nicht mein Großvater. Oh Gott. Das gefällt mir auch, Neville. Dankeschön. Was ist ICQ überhaupt? ICQ war damals... Es war wie Skype im Großen und Ganzen, was früher mal populär war, so im Jahr... 2008, 2010, so in dem Zeitraum, da war ICQ populär. Es war im Großen und Ganzen das gleiche, so ähnlich wie Skype. Naja, heute reden wir noch darüber, weil keiner mehr ICQ verwendet und es relativ erstaunlich ist. Hatte mal jemand MySpace verwendet? MySpace hatte ich nämlich auch nie. MySpace schien mir ziemlich dumm zu sein irgendwie. Ich wusste nicht ganz, was der Appeal dahinter ist. Aber wahrscheinlich war ich dafür auch zu spät dran. Jetzt schau dich heute an. Du fährst mit dem Auto aus einer Deutschlandflagge, besteht durchs Internet. Ja! Oh mein Gott, ich hab's weit geschafft. Fucking MySpace. Hattest du mal MySpace? Ich will gesagt nicht. Was ist eigentlich mit MSN? MSN habe ich nie ganz verstanden. Wir haben das auch mal für kurze Zeit verwendet, aber ich habe nie verstanden, warum. Das war so zwischen ICQ und Skype, haben wir irgendwann MSN verwendet und ich weiß bis heute noch nicht, warum. Weil MSN in jeder Hinsicht der schlechteste von diesen Messengern war. Aber fürchterlich.
Gott, ganz vorsichtig. Sehr schön. Ich hatte MySpace und auf ICQ haben wir uns immer Lieder geschickt. Alter. Ein MySpace-Gönner. MySpace, das ist so 2006. Es kann gut sein, dass da üblich war. Der Nintendo DS-Chatroom war der Shit. Ja, ja. Er war wirklich ziemlich cool, der Picto-Chat. Es gibt nicht umsonst eine, ich glaube, mit Brawl war es die Stage, die darauf basiert. War fantastisch. Nicht so fantastisch, aber war okay, war okay. Ich würde wieder Picto-Chatten. Will jemand mit mir Picto-Chatten? Der Picto-Chat hat die gigantische Reichweite. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Es ging lächerlich weit. Wahrscheinlich, weil auch echt nicht viel Daten übertragen werden mussten. Nitro und Reifenstufe 1. Yes! Wir können uns bessere Nitro und bessere Reifen holen. 2006 war ich 14. Alter, ich auch. So, lass mich mal zurück zum Unterschlupf gehen. Wir müssen unsere Reifen ein bisschen upgraden. Mein Kenner bestand im Internet immer aus Mädchen 2 und Scalpel meinen Freunden. Alter. Ich habe mal irgendein crappy Free-to-Play-MMO gespielt. Und ich fand's scheiße. Und die lustige Sache ist, ich will niemand zu nahe treten. Aber ich habe irgendwelche crappy Free-to-Play... Drift oder Haftung? Ich glaube, ich will auf Haftung eher gehen. Genau, ich habe irgendwelche crappy Free-to-Play-MMOs gespielt. Leute haben mir immer erzählt, wir wollen voll auf Geschwindigkeit. Wir wollen jetzt Nitro nicht lang einsetzen können, sondern es soll so schnell wie möglich, so kräftig wie möglich sein. Auf jeden Fall haben mir Leute immer wieder gesagt, oh hey, MMOs, die du gespielt hast, die sind nicht so gut wie richtige. Spiel mal, ich will Beschleunigung, keine Höchstgeschwindigkeit. Spiel mal was Richtiges wie Final Fantasy 14. Das ist viel besser als die anderen. Dann habe ich es gespielt. Das war nicht besser. Sind alle gleich scheiße. Ich hasse MMOs so sehr. Oh Gott, warum sind MMOs... Warum machen MMOs keinen Spaß? Ich meine, sie könnten Spaß machen, theoretisch, aber... Ich habe noch nie eins gespielt, das halbwegs akzeptabel war. Es ist ein Trauerspiel. Außerdem, wenn wir von Trauerspielen reden... Geld Subscription von Tentex. Vielen lieben Dank. Das war ein diabolischer Übergang. Ich entschuldige mich, aber... Vielen lieben Dank. 2000er-Kids ist schrecklich. Das ist eine Sache, die ich für eine Zeit lang auch seltsam fand, dass ich mir dachte... Oh Mann... Mit Leuten, die im Jahr 2000 geboren sind, mit denen könnte ich inzwischen theoretisch schon reden. Das dachte ich mir so im Jahr 2006 oder 2007. Und inzwischen gibt es wahrscheinlich Leute, die im Jahr 2000 geboren sind und erwachsener als ich sind. Das ist traurig. Ist traurig für mich. Oh shit, da ist irgendein Shop. Ich kann was das ist. Mal ein Rennen. Radarfalle. Radarfalle ist super. Da muss man möglichst schnell durch den Blitzer fahren. Und je schneller man war, desto mehr Punkte bekommt man. Ich spiele mal Elder Scrolls Online, ist ein super MMO. Ja, natürlich. So wie alle. Dark Age of Camelot war damals super, das kenne ich nicht. Es gab auch mal so ein Conan-MMO, das weiß ich auch noch. Außerdem von der Conrad 01, Geld Resubscription, auch an dich. Vielen lieben Dank. Lauf, Lady. Du hast sehr kurze Haare. Inzwischen besteht ein YouTube-Comment-Section zu 95% aus Leuten, die nach 2000 geboren wurden. Aus Leuten, die nach 2005 geboren wurden. Ja, schon okay, YouTube. Ich mag euch. Nee, nicht so sehr. Ich will nicht ins Gefängnis. Ihr versteht, was ich meine. Wenn ich die Wahl hätte, Berührungen zu tätigen oder nicht, würde ich mich dagegen entscheiden. Oh mein Gott, 120 km/h, das war viel zu wenig. Okay, wir müssen ein bisschen... Es ist egal, welchen Platz wir insgesamt haben. Wir müssen einfach nur versuchen, bei der Radarfalle ja möglichst schnell zu sein. Das heißt, ich muss mein Nitro relativ effektiv einsetzen. Und... Das war okay. 270 km/h, Platz 2. Solide. Ah ja, möglichst effizientes Nitro einsetzen. Und dann können wir hier die Punkte holen, die wir wollen. Oh Gott. Nein. Oh, das war knapp. Na bitte! Okay, pass auf. Ja, 199! Okay, wir liegen 1 km/h vorne. Wir haben 469 und Stone hat hier mal 468. Hey, Stone! Wie fühlt es sich an, scheiße zu sein? Wir müssen uns zusammenreißen. Yes, 183.
Oh mein Gott, wir sind nur aufhaltsam. Ah Gott. Stone? Oh, Stone liegt 16 km/h hinten. Okay, ich muss auch die Kurve geschmeidig nehmen. Danach sollten wir das im Großen und Ganzen... Oh mein Gott, mein fucking Handy. Will mir wieder den Sony-Fernseher andrehen. Jedes Mal um die gleiche Uhrzeit. So bescheuert. Ich weiß immer noch nicht, wie ich die App deaktivieren kann. Oh mein Gott, nein! Oh nein, 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 oh nein. Das war nicht gut. Komm alle schnell näher. Oh nein, bitte nicht verkacken, bitte nicht verkacken. Acht und 11 km/h insgesamt. Gibt's ja auch Kids, die 90er-Jahrgang sind, ob ich der Einzige. 91 ist ziemlich alt. Die Rente steht bevor. Das sehe ich schon. Fahrwerkstufe 1. Sehr schön. Wirst du Leute berühren, die 2004 geboren sind? Ich würde ihnen stolz auf die Schulter klopfen, um mich zu sagen, mein Sohn, ich bin stolz auf dich. Shit. Die Lady, die würde sich auch wünschen, dass ihr Vater mal sagt, mein Sohn, ich bin stolz auf dich. Ja. Nicht mein Ruf! Gab's nicht auch irgendwas, was vor einem Jahr oder so irgendein YouTuber gesagt hat, dass irgendwas mit Ruf zu tun hat, das alle dann lustig fanden? Das war zu vor Milches Gift-Zeiten. Da war doch irgendein Spruch mit Ruf. Was war da? Chat, ich hab's vergessen. Jemand von euch weiß es noch. Was gab's da nochmal? Welcher Ruf? Es gab doch da irgendeinen Spruch, den irgendjemand gesagt hat. Weil mein Ruf kaputt geht. Ja, genau. Weil mein Ruf kaputt geht. Ich erinnere mich. Gut. Ja, machen wir das Rennen. Das war's. 90 geworden, sei jetzt ziemlich ehrlich, ich bin Jahrgang 1998. Lass mich einfach sterben. Ich denke, das wird die Zeit, dafür werden wir gar nicht benötigt. Oh Gott, das war scheiße unlustig. Das ist alles immer scheiße unlustig, üblicherweise. Geboren und schon fast in Rente. Das ist bitter. Hm, 97 ist... Wisst ihr, was in meinem Kopf sind Leute, die 97 geboren sind oder so? Auch schon 95, ein Stück weit. Ich will nicht sagen, dass sie wirklich Babys für mich sind. Also ein kleines bisschen denke ich mir so, ja... Du bist schon noch... vielleicht, du darfst doch noch gar nicht so lange wach sein. Kommt nicht Mama gleich vorbei und holt dich ab, musst du wieder zurück in die Schule. Bis nach 21 Uhr aufbleiben. Ein 95er Jahrgang. Ich denke nicht. Ich denke doch mal nicht. Ich meine, das ist eine Sache, die sich nie ändern wird. Ich bin 90 geboren und auch ein Baby. wir alle. Dann fängt Moritz 96 Jahrgang. Nimm das sofort zurück. 93 war ein guter Jahrgang. 93 war ein ziemlich guter Jahrgang. Ich bin 2 geboren. Ja, das ist eine Sache, welche ich auch relativ interessant finde. Das ist auch, das ist halt der Punkt. Es gibt auch Leute, die 2002 oder so geboren sind, mit denen man sich relativ problemlos inzwischen im Chat oder so unterhalten könnte. Die sind ja auch schon 15, 16 Jahre alt inzwischen. 2002 geboren und schon so alt. Mein Gott. Das ist ziemlich extrem, wie ich damit sagen. Oh, auch eine Sache. Ich habe vor ein paar Tagen Herr der Ringe, Rückkehr des Königs das Spiel gespielt. Will ich auch heute Abend noch die letzten 2 Level davon spielen. Auf jeden Fall, dieses Spiel, als ich es gespielt habe, ist mir eine Sache bewusst geworden. Oh, Metallic Luck. Was? Mir ist eine Sache bewusst geworden. Es ist gute 15 Jahre her, als die Rückkehr des Königs im Kino lief. Lass das mal einsacken, okay? Rückkehr des Königs. Ist 15 Jahre her. Puh. 2000 stolz auf. Ich glaube, 2000 geboren sein ist... Es ist halbwegs eine coole Sache. Wobei ich euch sagen kann... Den Wechsel zum nächsten Millennium miterlebt zu haben. Das ist auch eine ganz nette Sache. Ich bin 05er Jahrgang. 05!
Das ist ziemlich jung. Ich meine, niemand ist hier 05, der Chat ist ab, der Stream ist ab 18. Hast du mich vermisst? Schau euch das Spiel an, das ist brutal. Hier so macht. Neville, warum holst du mir nichts zu trinken, Wo willst du trinken, Neville? Klar, was denn, Soda oder sowas? Bring eine kleine Auswahl. Okay. Du hast hier ziemlich aufgeräumt. Ja, dafür bin ich bekannt. Aber mich kannst du nicht bluffen. Ich werde schon herausfinden, warum du noch in der Stadt bist. Das da ist Selmus Teller. Hi. Niki hat gesagt, dass du unbedingt einen neuen für dein Team brauchst. Naja, du kennst deine Hände wirken sehr schwitzig. Aber ich kenne dich. Ich bin ein großer Fan. Ich kann es wegklicken. Sehr schön. Ich habe nicht keine Lust mehr auf diese Stories, was auch immer. Ich habe genug davon gesehen. Sei es nicht, Maurier. Es tut mir schon weh, wenn ich bedenke, dass die WM in Deutschland 12 Jahre. Oh mein Gott, du hast recht. Oh mein Gott, die fucking WM 2006 ist 12 Jahre her. Aber Guleo. Guleo ist 12 Jahre alt. Guleo war so ein Haufen Scheiße. Rekrutieren? Nee, wir bleiben bei dem Blocker, glaube ich. Wir bleiben bei ihm. Guleo war so ein Haufen Scheiße. Mir überschreib mal. Mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass die kleinen Geschwister meiner Freunde, die 2007 oder so geboren sind, jetzt mit mir auf dieselbe Schule gehen. Alter. Oh, wir sind im Bushido-Bezirk. Ebenfalls irgendwann in den früheren 2000ern. Die Bushido-Zeiten. Das ist auch eine seltsame Sache, wenn ich denke, es gab von dem guten Kindheitsfreund von mir damals, er hatte einen kleinen Bruder, welcher fucking nervig war. Er war fucking nervig. Oh mein Gott, er war so anstrengend. Und ich glaube, er war damals 7, 8 Jahre alt, bis wir dann keinen Kontakt mehr hatten, weil wir umgezogen sind und so weiter. Aber man kennt es, die Wege trennen sich. Wenn ich so drüber nachdenke, dieses fucking nervige Kind von damals ist inzwischen volljährig. Ihr seid live bei Moggys Midlife Crisis Stream dabei. Ha! Das ist ziemlich gut, aber. Aber können wir darauf auch eine Midlife Crisis spielen? Ja, ganz offensichtlich, ja. Das ist ganz offensichtlich möglich. Dieser fucking kleine Bruder. Pascal war sein Name übrigens, falls ihr euch wundert. Der ist inzwischen volljährig. Oh mein Gott. Ich frage mich, was aus ihm wurde. Es war ein Kind, das Probleme hatte, könnte man sagen. Ha. Ich werde es nie herausfinden. Außerdem von der Luxus Gary Subscription. 4 Jahre. Hier, bringt mir eigentlich Twitch. Bringt ihr eigentlich ein Twitch und normaler Sub mehr? Mal weiter so, danke. Bringen beide gleich viel. Das heißt, was natürlich logischerweise mehr bringt, ist, wenn man einen höheren Sub macht, wie zum Beispiel 10 oder 25 Euro Sub. Logischerweise, die bringt natürlich mehr. Aber ansonsten, ob normal oder Prime, macht keinen Unterschied. Dementsprechend, Prime ist vollkommen okay für mich. Bringt sogar mehr, als wenn Leute mit PayPal oder sowas, nicht PayPal, sondern PaySafe, wenn Leute mit PaySafe oder sowas subben, davon kommt dann immer, der Wasserspeicher, davon kommt dann immer der kleinste Teil an. Naja, Prime ist durchaus solide, würde mich nicht drüber beschweren. Gibt es diesen Bushido überhaupt noch? Ich glaube schon. Müsste es. Ich hoffe, er hat irgendwann mal den Sonnenbank Flavor 2 gemacht, falls nein. Bin ich leider nicht überzeugt. Glaubt ihr, er ist immer noch ein kugelsicherer Jugendlicher? Ja. War eine fürchterliche Zeit. Okay, jetzt weiß ich, wie es mir so viel. Mein Bruder war auch fucking nervig. Ich hab den immer verkloppt und wenn er zu Mama gerannt ist, hat sie 2 Kochlöffel für mich und ihn mitgegeben, damit wir uns damit verprügeln. Und wir sehen, was aus dir wurde daraufhin. Gebt euren Kindern keine Kochlöffel, damit sie sich damit gegenseitig verprügeln. Sonnenbank Flavor 2, der Flavoring. Ja. Wäre fantastisch. Ich habe Gesellschaft, wie mir scheint. Wer wäre ich dabei? Ich bin 03 Jahre alt und sehe trotzdem im Render beim Need for Speed Spiel zu. Man musste nicht schon ins Bett. Müssen wir ins Bett? Haben wir Schlafenszeiten? Ich meine, 03-Jahrgang müsste 14, 15 sein.
Haben wir dann noch Schlafenszeiten? Na, Woche wahrscheinlich nicht. Woche soll es wahrscheinlich, wenn man eh zu Hause ist, dann klar gehen, länger wach zu bleiben. Ausnahmsweise werde ich dich nicht bei deinen Eltern melden. Sido war eindeutig besser als Bushido. Ja, absolut, absolut. Das lag aber auch eher daran, dass Sido immer ein Stück weit den gewissen humoristischen Fokus beim Ganzen hat. Bushido natürlich auch. Aber der war nicht ganz offensichtlich bei Bushido immer. Zumindest kann ich mir nicht vorstellen, dass er das Ganze, dass das, was er von sich gegeben hat, nicht alles zu 100% ein bisschen selbst. Ich dachte, ja, das ist fucking dumm, das machen wir. Kann ich mir kaum vorstellen. Er ist ja auch kein Idiot. Er ist ja auch kein Idiot. Wobei mein Favorit immer noch Rapper sind, die Klick-Klack, Klick-Klack, Boom sagen, weil Johnny auch gerade da ist. Johnny, wie stehst du zu Klick-Klack, Boom-Rappern? Das ist mein Favorit. Ich hatte, seit ich 10 bin, nicht wirklich Schlafenszeit, die vorgegeben waren. Dann habe ich geheiratet. Das ist bitter. Dann war die Freiheit weg. Ich muss immer den Stream unter Bettdeck mit Kopfhörern hören. Alles heimlich. Shit. Nehmen wir nur 4 Jahrgang und am Wochenende gibt es keine wirklichen Schlafzeit, genauso wie in den Ferien. Okay. Ich glaube, es war bei mir im Großen und Ganzen auch so. Glaube ich. Ich glaube so, als ich 15, 16 oder so war, war meine, wenn ich so drüber nachdenke, war meine Mutter überhaupt jemals so oder meine Eltern generell? Das war ja so eine Muttersache, sowas zu erledigen, sich um sowas zu kümmern. Aber waren die da sonderlich dahinter? Ich glaube nicht. Da war ich immer relativ selbstständig, bin ich immer wirklich schlafen gegangen. Oh mein Gott, ich war ein fucking Langweiler. Oh mein Gott, mir wird es gerade bewusst. Ich war das eine Kind, bei dem die Eltern nicht mal schauen mussten, ob er auch wirklich pünktlich schlafen geht. Weil ich pünktlich schlafen gegangen bin. Oh nein. Oh nein. Chat, blick mir nicht in meine Richtung. Ich will nicht drüber reden. Und Gary ist das Schild von Highscore Paul. Du stinkst. Nein, tue ich nicht. Nimm es zurück. Aber vielen, vielen lieben Dank. Aber entschuldige dich sofort. Als ob du so brav warst. Ja, war ich scheinbar. Oh mein Gott. Ist fürchterlich. Midlife Crisis rückt immer näher. Wir sind mittendrin. Wir driften da förmlich gerade rein. Weil wir Need for Speed spielen. Da driftet man in so einiges rein. Zum Beispiel würde ich gerne in die Richtung von Nikki driften, ehrlich gesagt. Wenn sich die Gelegenheit bieten würde. Also ja, auch ohne Aufforderung die Zähne geputzt und die Nägel geschnitten. Nicht die Nägel geschnitten. Ohne Aufforderung. Was ich heutzutage mache, logischerweise. Schneidet eure Nägel. Eure Fingernägel. Das ist nämlich, das ist fürchterlich. Lange Fingernägel sind schrecklich. Oder wenn sie länger sind, als sie sein sollten. Das, das macht halt auch einen unglaublich schlechten Eindruck auf andere Leute. Immer schön die Fingernägel schneiden. Vergesst es nicht. Das ist wichtig. Ja, das tust du. Nein! Nein, das war bei den 2 Euro, dabei bei der Nachricht. Falls ihr euch wundert. Oh Gott. Meine Eltern war es früher egal, wenn ich ins Bett ging. Hauptsache morgens um 5:30 war der Kaffee fertig. Ja? Ich meine, ja gut, es kommt glaube ich auch immer drauf an, wenn, die Kinder unterwegs sind. Ich vermute, war es jetzt auch nicht unbedingt ein, als Kind einer, der die ganze Nacht durchgemacht hat, obwohl er am nächsten Tag aufstehen muss. Da sollten die Eltern dann besser dahinter sein, aber üblicherweise sollte es auch so zu regeln sein. Oh mein Gott, den hat ja sowas von ausgebremst, hätte die Scheiße gesehen. Ich sehe nicht nach hinten, ich kann nicht nach. Oh, da vorne ist das Rückspiegel. Und Gary ist das Schiff von der Mottenpups. Junge, ausnahmsweise mal ohne Prime, nächsten Monat wieder, mein Hübscher. Hey, 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 wie gesagt, ich bin kein Prime-Shamer. Ich nehme alles, was ich bekomme. Vielen lieben Dank. Oh Gott. Der Chat ist heute so förmlich. Spannt euch mal. Der Chat ist heute. Es sind viele Mods im Chat unterwegs. Dazu willst du von Ort. Kann man mit Amazon spenden? Ich weiß nicht, ob die. Was? Nein, ich denke nicht. Ich weiß nicht, was Amazon. Das ist eine Website. Das ist eine Shopping-Seite.
Das ist doch... Da wird Amazon Pay wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe absolut keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich benutze für meine Donation-Bedürfnisse üblicherweise immer PayPal. Wir feiern morgen meinen neuen Geburtstag. Willkommen, nicht du, Moggy. Okay. Ich bin nicht auf den Geburtstag eingeladen. Das ist unangenehm. Oh Gott, ich soll mal wieder bis auf die Straße schauen. Wobei ich aktuell auch, wenn ich nicht auf die Straße schaue, relativ unerwartet gut vorankomme. Ja, heute ist Freitag. Hat schon jemand gefragt, was Moggys Lieblings-Pokémon ist. Am Anfang waren zwei, drei anstrengende Leute dabei, aber das ist okay. Das ist okay. Das ist allgemeine Sache. Es ist vielleicht gar nicht verkehrt, wenn im Chat hin und wieder ein paar Leute sind, die ein bisschen anstrengend sind. Ich muss nämlich lernen, damit umzugehen. Ich muss lernen, sehr viel toleranter zu sein. Ich bin da nämlich in einigen Hinsichten immer ziemlich kolossal auf dem Scheiße. Weil ich mir denke, diese Person, die hat verhält sich gar nicht so, wie ich mir das wünsche. Ich fühle mich persönlich angegriffen. Und das sind die Lieblingsstreams, die man sieht, wenn man sich denkt, oh Mann, der Streamer. Oh, meine Lieblingsstelle vor dem Stream war die, als er mit dem Chat gestritten hat. Oh, das fand ich super. War meine Lieblingsstelle. Deswegen, das ist ein fürchterliches Verhalten. PS3-Version. Halt die Schnauze, Clay. Ist ja was? Nein, Clay ist jemand. Den, weißt du was? Bei Clay kann ich eine Ausnahme machen. Ich habe jetzt keine Ernie-Puppe gehabt und sie hat 180 Grad in den Backofen getan, um zu schauen, ob sie heraus will. Ich hatte den Kitz nämlich Ernie. Und von dem ging die Batterie irgendwann leer. Das habe ich ja schon mal erzählt. Da hat er so ganz langsam gelacht. Das war fucking beängstigend. Leute. Anstrengende Zuschauer, ich finde Dark Souls 2 ziemlich gut. Die gute Zeit. Leute. Wollen wir niedrige oder hohe Drehzahl machen? Was ist besser für Beschleunigung? Niedrige oder hohe Drehzahl? Kann ich Viereck drücken? Was steht da in der Beschreibung dann? Ich stehe da nicht. Ich lasse einfach Mitte, oder? Denke ich. Wir lassen die Mitte. Wir lassen die Mitte. Ja, ich habe nämlich keine Ahnung. Niedrig. Niedrig und tief. Es geht niemals schief. Okay. Niedrig und tief. Sehr schön. Das ist dann wahrscheinlich eher mehr auf Beschleunigung, nehme ich an. Fahrwerk. Übersteuern, untersteuern. Wir machen beide. Wir lassen das, glaube ich, einfach mal so. Wir wollen weder über- noch untersteuern. Leistung. Ne, Drehmoment. Drehmoment will ich, glaube ich, nicht Leistung. Der wird schon stimmen. Er wird schon stimmen. Wir machen uns das beste Massaker aller Zeiten. Wenn wir schon mal da sind, könnte ich eigentlich theoretisch noch ein bisschen... Können wir ein Karosserie-Kit machen? Nein, können wir nicht. Eine andere Motorhaube. Irgendwas Cooles. Es sind aber noch keine coolen Dachspoiler. Ich glaube, die war ein neues Feature. Ich glaube, die Dachspoiler kamen tatsächlich erst mit Most Wanted dazu. Wenn ich recht entsinne, gab es sie damals in Underground 2 noch gar nicht. Wir wollen natürlich den Jetstream. Dachspoiler sehen so scheiße aus. Oh, andere Felgen. Yes. Ja, wir kommen der Sache näher. Wir nehmen die Felgen. Kann ich sie noch größer machen? Oh mein Gott, das kann ich wirklich. Gib mir die 21 Zoll. Seht ihr diese Reifen? Wenn ihr über einen falschen Stein fahrt, dann würde es wohl nicht gut ausgehen. Sehr schön. Ich habe auch genug Geld dafür. Oh mein Gott, das war knapp. Wir haben nur noch 100 Dollar übrig. Wunderschön. Lassen wir uns ganz kurz in der freien Fahrt wieder. Und 1 Euro von NBR Superstar. Moin, ich danke dir dafür, dass du mich auf Dark Souls, dafür mich auf Dark Souls gebracht zu haben. Du hast gerade das erste Mal durchgespielt. DLC-Löwe ist aber overrated. Du meinst der Mausoleumswächter? Der gilt als relativ, okay, Boss. Der gilt als relativ okay. Ich bin aber von generell vom DLC nicht der größte Fan. Und er freut mich zu hören. Außerdem von Cheese Bread. Yeah, Subscription. Vielen lieben Dank auch an dich. So, wir stehen nur gerade wieder vor einer unangenehmen Situation, Leute. Unangenehme Situation. Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal mich hier hinstellen. Musik abspielen lassen. Das Problem ist nämlich gerade, dass ich unter Umständen
aufs Klo muss. Deswegen verzeiht mir. Genießt die Musik. Ich muss kurz weg. Bis gleich. Ich erzähle euch, wie es gelaufen ist. Hi, wir sind wieder da. Oh, und wenn wir dabei sind, DXC90 hat subscribed. Vielen, vielen lieben Dank. Geht doch nichts über ein paar Verdauungsprobleme, wenn es Stream ist. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Es könnte kaum besser sein. Wunderschön. Optimale Situation für mich. Machen wir uns an der Stelle nichts vor. Gibt nichts Angenehmeres, als aufs Klo gehen zu müssen, wenn gerade 370 Leute da sind. Ist wunderschön. Und nein, es ist kein Durchfall. Es ist nur unvorteilhaft. Wie gesagt, kein Durchfall, okay? Machen wir nochmal weiter. Willkommen zurück, Mogi. Da hat dich jemand gerammt. Habt ihr sein Nummernschild aufgeschrieben? Der wird von der... Wir gehen zur Polizei. Das werde ich mir nicht gefallen lassen. YouTube-Streams sind immer die besondersten Schneeflöckchen, ausgenommen von mir natürlich. Ja, das ist, YouTube ist, im deutschen Gaming-Bereich, würde ich sagen, unvorteilhaft. Von der Community her, unvorteilhaft. Da ist, Twitch, eine entspanntere Sache. Was glaube ich auch daran, ich meine, ich will nicht der Typ sein, okay? Ich will nicht der Vertreter von PC Master Race und sowas sein, aber auf Twitch...
sind die meisten User nach wie vor PC-User. Und ich habe das Gefühl, dass man das im Großen und Ganzen merkt, von der Community her. Wohingegen auf YouTube die meisten Leute mobile sind. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen damit zusammenhängt. So ein ganz, ganz kleines bisschen. Hat halt nicht jeder immer durch einen PC, damit man das damit man das angenehmste Twitch-Erlebnis haben kann. Also für da geht dann ein bisschen für eine gewisse Auslese statt. Was wahrscheinlich nicht zwangsweise eine gute Sache ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Clash Royale Beste. Oh, Clash Royale. Clash Royale ist aber auch halbwegs populär auf Twitch. Und Fortnite ist ja sowas von. Fortnite ist ja inzwischen das populärste Spiel. Wobei man sagen muss, man sieht ja kein Minecraft auf Twitch. Der Knight. Haben wir einen Clip? Wir haben einen Clip, warte mal. Lass mich das mal eben. Oh, noch geiler Euro von der NBA Superstar. Overrated, meinte ich, dass sein Schwierigkeitsgrad überschätzt wird. Er mag, wie aggressiv der Wächter ist und der Artorias ist klasse. Naja, Wächter ist an sich auch, ein netter Boss. So, warte, ich will kurz den Clip sehen. Ich will sagen, Mausoleums Wächter geht auch klar. Nicht mein Lieblingsboss, aber er ist okay, Und ja, DLC war der Punkt, an welchem sie dann angefangen haben, ganz Gegner ein gutes Stück aggressiver zu machen. So, warte mal, ich möchte mal kurz... Na shit, ich muss, ich möchte, dass ihr dabei seid, während ich den Clip anschaue. Wow, kennt ihr das, wenn ihr auf Twitch seht, wie der Streamer sich ein bisschen sein Stream auf Twitch anschaut, ein Stück davon. Okay, es geht gleich los, oder? Der Haufen Scheiße. Was ist sein Problem? Und der fährt in die andere Richtung weiter. Warum fährt er in die andere Richtung? nein, ich will, dass du den Clip will ich bitte nicht sehen. Okay, er ist aus irgendwelchen Gründen in die andere Richtung gefahren. Sehr schön. Das war das interessant. Ich glaube ja. Außerdem, oh mein Gott, wir haben gleich das erste Gebiet eingenommen. Wir nähern uns. YouTube Gaming ist einfach messed up. Sie hassen dich, wenn du schlecht in einem Videospiel bist. Also, da würde ich mal High Quality Community sagen. Es ist generell YouTube Community, die YouTube Community ist. Wobei YouTube Gaming auch Sache ist. Anfangs war ich der Meinung, dass. Kommt in die Subscription rein von DXD93. Ich weiß, das habe ich gesehen. Genau in dem Moment kam ich zurück, als die reinkamen. Hat man gehört, dass ich mich dafür bedankt habe, oder? Wenn nicht, dann vielen lieben Dank, DXD93, für die geile Subscription. Ich glaube, das habe ich gesagt. Auf jeden Fall. YouTube Gaming ist auch so eine Sache. Ich war mir relativ sicher. Oh mein Gott, es gibt Drift. Warte, das werden wir gleich machen. Machen wir nochmal Radarfalle. YouTube Gaming war so eine Sache, wo ich mir relativ sicher war, dass das eine Plattform ist, aus der was werden könnte, weil es ist YouTube. Und ich meine, YouTube ist die führende Videoplattform. Wie können sie das verkacken? Aber seit sie YouTube Gaming und das ganze Livestream-Zeug gelauncht haben, haben sie nichts mehr gemacht damit irgendwie. Es gibt sehr viele Basics, die immer noch nicht vorhanden sind. Zum Beispiel, wenn man den größeren Videoplayer hat, auf regulären YouTube eben. Mein YouTube Gaming nutzt keinen Arsch. Dann ist der Chat unter dem Stream. Wer zum Fick hat das so designt, dass es eine Möglichkeit gibt, dass man das am PC anschauen kann und sie neben dem Videoplayer sich dafür entschieden haben, dass sie schwarze Balken haben wollen, damit der Chat unter dem Video ist. Wenn man den Chat sehen will und das Bild in halbwegs groß, muss man nach unten scrollen. Das haben sie einfach nicht gefixt in Jahren. Und ich glaube, das werden sie auch nicht mehr fixen. Es ist halt einfach... Mein Gott. Ich sehe ja, dass ihr aufgegeben habt, aber... Mein Gott. Das wollte ich nochmal anmerken, weil mir es vor kurzem aufgefallen ist, als Clay kurz auf YouTube gestreamt hat. Da habe ich das gesehen und es war sehr verwirrend. Das hat mich auch so hart abgefuckt. Das ist schrecklich. Sehr, sehr schrecklich. Oh, Leute, fällt mir ein. Ich habe vor kurzem in den YouTube-Stream reingeschaut. Das war ein Fortnite-Stream. Ich habe reingeschaut, weil ich mir dachte, ich wundere mich, was sich da wohl verbirgt. Das war ein sehr, sehr interessant wirkender Videotitel. Ich dachte mir, ich wundere mich. Was wird wohl dabei rauskommen? Und es war ein Streamer, der, er hatte auch seine, wie übliche auf Twitch-Streamer und sowas, ihre Donation-Alerts haben. Hatte er für, wenn ihn Leute auf YouTube abonniert haben.
Und das war relativ interessant, weil er hatte dann so ein Goku-GIF. Und das fand ich, ich dachte mir, Dragon Ball Fantasy erscheint. Ah, so ein Goku-GIF. Richtiger Superheld. Und sein ganzer Chat bestand daraus, dass Leute irgendwie... Es war halt so eine Bot-Interaktion. Ich habe keine Ahnung, wenn ihr das kennt aus Twitch-Chats oder so. Wenn man irgendwas mit seinen fucking Coins oder so machen will. Weil wozu einen Streamer mal nötigen wollen, zu sagen, hey, ihr könnt, wenn ihr länger da seid, dann bekommt ihr Shitcoins, mit denen ihr was machen könnt, aber nicht wollt. Auf jeden Fall, daraus bestand der ganze Chat im Großen und Ganzen. Und seine Videobeschreibung war voll mit Reflinks. Mit Amazon Reflinks. So, das ist übrigens mein PC, den ich verwende. Das ist jedes einzelne PC-Teil. Das ist mein Mikrofon. Und das ist der Pop-Up-Schutz vor meinem Mikrofon, den ich verwende. Klick auf den Link, da bekomme ich einen Anteil davon. Kauf was. Und ja, ich dachte mir, das ist interessant. Sehr, sehr interessant. Die blühende Fortnite-Community. Sie scheint erstrebenswert zu sein. Wir haben keine Coins. Solange, ich weiß nämlich nicht, was das Ganze soll. Ich finde das immer unglaublich irritierend. Wenn Leute im Chat nachschauen, wie viel Coins sie haben oder wie viel sie, wie lange sie schon bei dem Stream zugeschaut haben oder so. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn man irgendwie irgendwelche Reflinks oder so macht und den Leuten sagen kann, hey, wenn ihr was über den Link kauft, könnt ihr mich unterstützen oder so. Das ist legitim, denke ich, kann man machen. Gibt auch Situationen, wo es Sinn ergibt, wie zum Beispiel bei meinen Karten-Openings oder so. Hat ja auch relativ gut funktioniert, da haben viele Leute Karten darüber gekauft. Nur die Sache ist, wenn man 20 verschiedene Reflinks in der Beschreibung hat, dann ab irgendeinem Punkt muss man sagen, ist okay. Wir haben es verstanden. Wir haben es schon verstanden. Kann jemand der Sefi bannen? Wir arbeiten dran. Ich glaube aber nicht. Ist auch nicht viel zu oft so, dass der Twitch-Streamer zeitgleich denselben Stream auf YouTube freischaltet. Also zwei Streams auf zwei Plattformen. Ja, aber Twitch will das nicht. Da sind sie, glaube ich, ein bisschen dahinter. Ich habe doch mitbekommen, dass sie quasi auf beiden Plattformen gleichzeitig streamen. Ich weiß ja nicht, wie das von den Verträgen läuft. Ich weiß, dass bei Vinny von Winesauce, dass da vor nicht allzu langer Zeit ein Problem gab, weil er das immer gemacht hat. Aber dann irgendwie das mit seinem... Oh mein Gott, Donut. Shit! Hat den Donut verkackt. Ey, genau, dass er das Problem gab, dass er es dann nicht mehr machen darf. Weil es irgendwie sein Vertrag anders drin stand oder so. Und dann durfte er es nicht mehr gleichzeitig auf YouTube streamen. Ja, deswegen ist, glaube ich, immer, es kann vom Vertrag her schwierig werden. Oh, und der Euro von 8-Bit. LP. Morgen, wir haben einen geilen Euro für dich. Ich hoffe, er gefällt dir. Er ist wunderschön. Er gefällt mir sogar sehr gut. Ja, wir doch gar nicht für Winesauce. Das wird sich zeigen. So, fuck, wir müssen jetzt auf der Karte. Wie ich gerade der Verfolgungsjagd. Was ich machen will, ist auf der Karte diese orangen Teile anzusteuern. Und da will ich dann. Ja, dann können wir die Polizei loswerden damit. Yes, die Eisziele. Ich glaube, wir sollen sogar sicke Zeitlupe bekommen. Yes! Schau ich das an! Die Eiscreme war überlegen. Das Problem ist nur, der Boy, der vor mir unterwegs ist, ist immer noch da. Okay, wir sind ihn los. Gut. Ich glaube, das war so halt die Verfolgungsjagd. Ich glaube, man muss hier auch gar keine Verfolgungsjagd-Meilensteine mehr knacken in Carbon. Oh mein Gott, erinnert ihr euch noch an die Verfolgungsjagd-Meilensteine, die man in Most Wanted machen musste? Wo man immer gewisse Punkte und sowas sammeln musste. Und oh mein Gott, das war so fucking nervig. Ich hab sie gehasst. Oh, die waren so schrecklich. Oh, da drüben ist ein Versteck. Nein, sie sehen mich, oder? Nein, nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Hier ist ein Versteck. Ja, yeah, wenn man hier ist, dann füllt sich der Bike da oben rechts noch schneller auf. Sehr schön. Ist das Spiel hängen geblieben? Ist das Spiel gerade gecrashed? Ich glaube, es sollte nicht so sein. Ich höre im Hintergrund noch die Sirene normal. Kann ich mein Home-Menü öffnen? Nein. Es ist Zeit für einen Spielwechsel, habe ich mir sagen lassen. PS3-Port von Carbon. Gutes Spiel. Kann ich empfehlen.